Morgen zusammen. Ich bin ein Kollege von Marc und ich soll euch heute mal vorstellen, das Deck vorstellen, Dark Depths, in einer der Varianten, die man so spielen kann. Jo, und ich fange dann einfach mal an. Und zum einen haben wir hier schon mal eine der namensgebendsten Karten des Decks. Das ist hier die Dark Depths, das ist ein Land. Legendäres Land, das kommt mit 10 Ice-Countern ins Spiel. Man kann für 3 Mana einen Ice-Counter removen und wenn es dann keine mehr hat, muss man es opfern und man bekommt einen 20-20 legendären fliegenden schwarzen Avatar, den wir dann so in dieser Variante hier haben. Ja, und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, geht es nicht darum, die 3 Mana jedes Mal zu bezahlen, um die Marken runterzulegen. Wir machen das Ganze auf ein bisschen andere Art und Weise. Wir haben zum einen die Thespian Stage. Damit wollen wir die Marken mehr oder weniger entfernen. Die Thespian Stage ist die vielseitigste Karte des Decks. Und sie erlaubt uns halt, indem wir die 2 Mana bezahlen, die Stage tappen, die Dark Depths zu kopieren. Die Stage wird dann zu einer Dark Depths, hat aber keine Marken mehr. Zuerst müssen wir dann erst die Legend Rule erfüllen und dann opfern wir natürlich die Dark Depths mit den Marken und haben dann nur noch die übrig ohne, wodurch wir dann den 2020er Flieger bekommen und im Idealfall dann in einem Angriff den Gegner dann besiegen können. Dann haben wir noch Wege, die Marken zu entfernen, und zwar mit dem Vampire Hexmage. Das ist für 2 Mana und 2 Einser First Striker, den man opfern kann, um alle Counter von einem Permanenten zu removen. Auch vielseitig benutzbar. Man kann damit unter anderem Planeswalker töten, was auch sehr relevant ist, aber halt hauptsächlich die Marken von unserer Dark Depths entfernen. Oder mal, wenn der Gegner über 20 Leben hat, was heutzutage ja öfter vorkommt, dank Uro und Oko, mal noch die letzten 2 Schaden drücken oder vorher den unter 20 zu drücken, um dann mit dem Token anzugreifen. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, unsere Combo-Pieces zu suchen. Zum einen Sylvan Scrying, sucht ein Land, ist ja vielseitig, aber auch ein bisschen teuer an Mana. 2 Mana ist schon recht viel. Und Grün hat man auch nicht immer in diesem Deck. Ja, ist aber so das Beste, was man eigentlich haben kann, um halt seine Combo zu finden. Dann haben wir hier Crop Rotation, so mit der wichtigste Tutor in dem Deck. Er sucht alles, auch Instant Speed, was halt relevant ist für verschiedene Toolbox-Länder. Man kann halt damit ganz locker, flockig, End of Turn vom Gegner mal einen Token machen und dann im eigenen Zug dann zu gewinnen. Dann haben wir noch einen etwas neueren Tutor-Effekt, mehr oder weniger. Das ist der Elvish Reclaimer. Er ist für einmal eine 1-2er Kreatur. Er wird 3-3, wenn man 3 oder mehr Länder im Friedhof hat, was tatsächlich auch relevant sein kann im Late Game. Gerade wie eben schon gesagt, beim Vampire Hexmage ist es ja so, der drückt den Gegner manchmal auf die 20 oder weniger Leben und er kann das halt eben auch. Die Upside an ihm ist halt, man kann unter Umständen 2-mal suchen, wenn der Gegner ihn halt nicht removen kann. Aber tatsächlich finde ich, das Deck spielt zu wenig Länder in der Turbo-Variante, um den so richtig gut zu supporten. Dann haben wir noch einen anderen One-Off, die Sylvan Library. Ich persönlich finde, man muss nicht in unserem Meta nicht so viel Fast-Mana spielen, weil es nicht so relevant ist. Der Card-Draw oder dieser Effekt der Library, die richtigen Karten zu suchen, ist da wesentlich relevanter. Und das Leben ist dann ja letztendlich auch egal. Was sind 4 Leben für eine Karte, wenn man eh dann gewinnt? Dann haben wir noch Fast-Mana. Zum einen 3 Lotus Petal, die erlauben uns unter Umständen, wenn wir 2 davon auf der Hand haben, sogar Turn 1 mit Vampire Hexmage und Dark Depths, das Token zu machen. Aber ist halt auch am vielseitigsten am Fast Mana, weil wir halt sowohl schwarz als auch grün produzieren können. Dann noch mehr Fast Mana, Elvish Spirit Guide. Der ist für 3 Mana ein 2-2er Kreatur, aber wir entfernen den hauptsächlich aus der Hand, um uns ein grünes Mana in den Pool zu machen. Das kann man Instant Speed machen und ich finde diese Karte persönlich besser, gerade im derzeitigen Meta, als die Lotus Petal, weil der Gegner sieht das Mana nicht kommen. Die Petal muss man casten und resolven, den Spirit Guide nicht. Man kann unter Umständen, repräsentiert einfach nichts End of Turn quasi und kann aus dem Nichts heraus opfer mein Spirit Guide, nicht selbst ohne grünes Land, opfer mein Spirit Guide, Crop Rotation, Combo. Und der Gegner ist unvorbereitet eventuell. Deswegen finde ich die besser. Ja, dann Discard. 4 Thoughtseize, bester Discard, den es gibt. Trifft alles, was wir brauchen, alle Probleme. Brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Dann haben wir noch, weil wir nicht 8 Thoughtseize spielen können, noch 2 Alternativen. Einmal Duress und Inquisition. Wobei jedes von beiden trifft nicht alles, ist halt immer nur situativ.
Wobei unter Umständen es mit dem Duress sinnvoll sein kann, mal zum Beispiel einen Force abzulegen oder sowas wie eine Omniscience. Und das Inquisition hat dann eher Vorteil, weil auch mal ein Snapcaster oder sowas abgelegt werden kann. Also beides ist eher situativ. Es gibt Situationen, ist das eine besser, in Situationen ist das andere besser. Aber man muss halt so eine Mischung aus beidem spielen, denke ich, um vielseitig genug zu sein. Pitting Needle als nächstes. Unsere Combo ist sehr anfällig gegen Wasteland, weil die lassen, unsere Gegner würden uns einfach machen lassen. In dem Moment, wo man dann Dark Depths kopiert hat, quasi zwei Dark Depths am Feld hat, sich dafür entscheidet, das ohne Marken zu behalten und dann triggert ja die Dark Depths. Und in dem Moment zerstören die dann mit dem Wasteland das zweite Dark Depths, also die Stage. Und man hat im Endeffekt einfach nur zwei Länder verloren und nichts ist passiert. Und Pitting Needle ist da eigentlich die beste Karte, um das abzuschalten. Und gerade auch, weil das Deck teilweise anfällig ist, gegen Wasteland auf grünes Mana, gegen Wasteland auf schwarzes Mana teilweise, ist es so mit die beste Karte und schaltet heutzutage halt auch einfach vielseitig Planeswalker oder ähnliche aktivierte Fähigkeiten ab. Ja, dann haben wir noch Not of This World. Die Karte sieht ein bisschen merkwürdig aus. 7 Mana, wirkt viel. Letzten Endes countert sie ein Spell oder Ability, die einen permanent targetet, den wir kontrollieren. Und sie kostet 7 weniger, wenn eine Kreatur von mir getargetet wird, die mehr als 7 Power hat. Da wir in der Regel nur uns um unseren 2020er kümmern müssen, schaltet der Effekt halt so ziemlich alles ab, was interessant ist. Zum Beispiel Karakas oder auch mal eine Aktivierung von einem Oko oder Teferi oder Jace. Ist natürlich anfällig gegen Force, aber letzten Endes trifft sie oft den Gegner unvorbereitet, weil er sieht es nicht kommen. Auch mit eins der besseren Länder in dem Deck und ich kann nicht verstehen, warum Leute weniger als 4 Stück spielen in der Turbo-Variante. Es fixt sowohl das Mana, weil alle Länder werden schwarz, als auch erlaubt es dir, Turn 2 zu kombon. Und das vierte ist zwar ein legendäres Land, aber das vierte ist selten störend. Man kann den Gegner oft darauf so ein bisschen dahin kriegen, dass er denkt, man ist so ein bisschen color screwed. Und dann wirkt das Urborg als attraktives Ziel für ein Wasteland zum Beispiel. So kann man den Gegner so ein bisschen dahin locken. Dann Verdant Catacomb. Ja, wir sind ein grün-schwarzes Deck. 4 grün-schwarze Fetch-Länder, darüber muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Haben wir so ein paar Fetch-Ziele. Ein Sumpf. Ein Forest und 2 Bayou. Die beiden Basics, mittlerweile braucht man 2 Basics, einfach weil Blood Moon wesentlich präsenter ist. Bayou ist, denke ich mal, klar, warum man das spielt. Dann haben wir noch Toolbox-Länder. Zwar zum einen Ghost Quarter, sehr wichtig. Wir sagen ja mit Pitting Needle überwiegend Wasteland an. Deswegen müssen wir ja selber irgendwie, falls der Gegner noch zusätzlich einen Karakas hat, gerade gegen Death in Texas, oder teilweise auch andere Decks im Sideboard, irgendwie das Karakas noch zerstören können. Und da ist es halt am praktischsten, wenn man dann selber einen Landzerstörer hat, der dann nicht von der eigenen Needle abgeschaltet ist, also spielt man Ghost Quarter. Dann haben wir Bujuka Bock, sehr gut gegen Reanimator, gerade auch mit Elvish Reclaimer oder Crop Rotation, immer wieder überraschend. So kann man ja mehr oder weniger Value generieren, indem man zum Beispiel eine Snapcaster Trigger fizzeln lässt, oder mal ein Reanimate-Counter damit, mehr oder weniger. In jeder Länder-Toolbox sollte ein Bujuka-Box sein. Dann haben wir noch ein Karakas. Heutzutage wichtiger denn je, dank den Titanen, hier Uro und Kroxa. Eine legendäre Kreatur bouncen, immer wieder wichtig, auch gegen Death in Texas, mal eine Talia bouncen, um die eigenen Spells, um das eigene Mana nicht mehr so zu taxen. Kann aber auch wichtig sein gegen gegnerische Dark Depths, zum Beispiel aus dem Lands oder halt im Mirror. Dann haben wir noch das häufig gesuchteste Toolbox-Land aus dem Deck, die Segeri-Steppe. Kommt getappt ins Spiel, macht weißes Mana. Wofür brauchen wir weißes Mana? Gar nicht. Aber man kann, wenn sie ins Spiel kommt, einer Kreatur Schutz vor einer Farbe geben. Damit kann man heutzutage Kotal mehr oder weniger ausweichen. Man hat die Instant Speed Protection vor, mit Crop Rotation vor, Swords to Blowsha vor, Kicker Wisp und vor allen möglichen anderen Karten, die unseren Token exilen, flickern oder bouncen. Ja, das war's zum Main Deck. Haben wir noch ein paar Sideboard-Karten. Wir haben noch mehr Protection für unseren Kollegen mit dem Servant Safekeeper. Er ist ein Mana 1-1. Man kann ein Land opfern, um einer Kreatur Schutzspells oder Abilities zu geben. Damit kann man halt sowohl vor Spells oder Abilities schützen, was halt quasi omnipotent ist. Es gibt nichts, was mehr protected wie dieser Servant Safekeeper. Dann haben wir noch als Gravehate Surgical Extraction. Da wir viel Discard spielen, wird sie teilweise auch eingesetzt, um gezielt Combo-Decks zu decken. Also man nimmt die Win-Option aus der Hand
und exilt sie mit Surgical dann aus dem kompletten Deck. Er kann eventuell nicht mehr gewinnen. Oder halt mal die Überraschung gegen Reanimator. Er reanimatet seinen Grizzlebrand. Wir exilen ihn aus dem Friedhof. Sein Spell ist gefizzelt. Er hat Ressourcen verbrannt für nichts. Was auch öfters mal passiert ist, wir spielen eine Discard in offenes Mana. Der Gegner brainstormt und versteckt die guten Karten on top. Was machen wir? Wir surgicalen was, was relevant sein kann in seinem Friedhof oder vielleicht auch was nicht relevant sein kann, weil wir wissen oder wir vermuten, die guten Karten liegen on top, weil auf der Hand war nichts. Also mischen wir sein Deck, können uns sogar angucken, was er on top gelegt hat. Dadurch sind die Karten eventuell dann auch weg. Zur neuesten, relativ neueren Erneuerung für das Deck ist der Plug Engineer. Er beschützt unsere Kreatur mehr oder weniger vor dem Boardstall. Das Board wird gestallt, indem man einen Fliegerblocker hat von Maverick oder Death in Texas. Das ist die Flicker Wisp zum Beispiel oder der Burst of Paradise. Und dann wird der Block immer wieder angesagt und dann wird er anschließend von der Mother of Runes protected. Mit ihm sagen wir dann einfach entsprechend Bird oder Humans oder Elemental an. Und die fliegende Kreaturen sind nicht mehr existent, weil die alle X1 sind. Damit kommen wir halt meistens dann aus dem Game wieder raus. Ich persönlich finde ihn nicht so gut. Mittlerweile bewegen sich die Leute auch eher wieder teilweise Richtung Engineered Plug, weil sie halt einfach schwieriger zu handeln ist als dieser 3-Mana-2-2er. Und ich persönlich finde, Toxic Deluge ist viel mehr ein Blowout gegenüber den Creature Decks als dieser 3-Mana-2-2er. Von daher kann man da teilweise dann Free Wins kassieren, indem der Gegner zu sehr aufs Board committet. Man räumt einfach alles ab und dann steht er dann da und hat halt dann Zeit, um einfach zu kommen und zu gewinnen. Veil of Summer. Immer wieder gut. Gut gegen Discard, gut gegen Storm-Combo, beschützt unser Token vor Planeswalker-Abilities, zum Beispiel Oko, Jace, Teferi. Und macht natürlich auch unsere Spells uncounterbar, was tatsächlich relevant sein kann, gerade bei der Crop Rotation. Wenn man schon mal das Land gesackt hat, will man nicht den Spell gecountert bekommen. Der Draw-Card ist natürlich auch teilweise sehr relevant. Dann Force of Rigor, eine der besten Karten gegenüber Red Prison. Weil wir werden komplett vom Blood Moon abgeschaltet eigentlich. Wir können eigentlich nicht gewinnen. Aber mit der Karte, da sie selber quasi kostenfrei ist für uns, können wir sogar noch das Dark Depths unter Blood Moon legen. Es kommt ohne Marken ins Spiel. Und End of Turn vom Gegner theoretisch im maximal besten Fall einen Blood Moon und einen Ensnaring Bridge abräumen. Dadurch haben wir dann eine Dark Depths ohne Counter im Spiel, wodurch wieder ein Token entsteht. Wodurch wir dann einfach direkt hauen können, wenn wir dran sind. Dann haben wir noch Reihe Prop Decays, trifft alles. Uncounterbar, Chalice kann relevant sein, ein Delver mal abräumen, um sich Zeit zu kaufen oder andere Hate Permanents wie Ensnaring Bridge, Blood Moon oder gegebenenfalls ein Planeswalker. Ist halt multifunktional und es gibt eigentlich fast nichts Besseres. Warum keine 4? Ich persönlich finde, die Assassin's Trophy anstatt dem 4. gibt halt mehr Upside, weil sie zum Beispiel auch mal einen Grizzlebrand zerstören kann oder mal eine Omniscience oder auch teilweise mal ein Land, was relevant sein kann. Ja, ich wollte euch noch mal kurz die Combo erklären. Also in der Grundvariante, der Grundidee soll es eigentlich so sein. Wir haben unsere zwei Mana, die Länder, die Mana produzieren, unsere Thespian Stage und unser Dark Depths. Unser Dark Depths hat 10 Ice Counter auf sich. Wir fangen dann an, aktivieren die Thespian Stage für 2 Mana und kopieren die Dark Depths. Wenn der Trigger resolved, haben wir hier 2 Dark Depths, beide legendär. Und die Legend Rule zwingt uns, einen von beiden zu opfern, bevor das Game weitergeht. Wir opfern die Dark Depths und dann haben wir nur noch eine Stage, die eine Dark Depths ist, ohne Marken. Und es triggert, damit wir es opfern können, um uns unseren 2020er Kollegen zu holen. Dann zeige ich euch auch noch mal kurz, warum Urborg so gut ist. Auf einmal brauchen wir nur noch 3 Länder anstatt 4 und können, weil Dark Depths eben auch schwarzes Mana produziert, die 2 Mana nutzen, um die Thespian Stage zu aktivieren, um anschließend wieder dasselbe Prozedere zu machen, um uns unseren 2020er zu holen. Noch eine Variante der Combo, noch simpler mehr oder weniger, ist, wir haben nur das Urborg und nur das Dark Depths und können beide dann benutzen, um einen Vampire Hexmage zu casten und anschließend die Marken vom Dark Depths zu entfernen, um wieder das Token zu produzieren. Ja, noch ein kurzer Talk zu dem Deck. Warum finde ich das Deck gut? Man muss keinen einzigen Spell spielen, um zu gewinnen. Was im Legacy in der Welt von Force und Days absolut relevant sein kann, wenn dein Gegner einfach nicht mit dir interagieren kann.
theoretisch. Und generell bin ich eher so der Kombospieler, also liegt mir solche Sachen halt besonders. Gibt das Deck in auch mehreren Varianten? Man nennt das, man schimpft das eine so ein bisschen Slow Depths und das andere so ein bisschen Turbo Depths. Turbo ist aus meiner Sicht zurzeit die Variante, die mehr Erfolg haben wird. Warum nicht Slow? Weil Oko und Uro kamen noch zusätzlich zu Stormforge Mystic, Betterskull und somit ist es mega oft so, dass der Gegner einfach über 20 Leben hat und zusätzlich eventuell noch Fliegerblocker, durch die man sich dann auch durcharbeiten muss. Und gegen Oko und Uro und Teferi möchte man einfach nicht grinden. Damit würde ich das Video beenden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Marc wird sicherlich beantworten oder vielleicht auch ich. Mal schauen. Ich habe das Deck nur gebaut, weil ich Felix Oswald so toll finde.